Guten Morgen. Ich habe auch noch ein bisschen Sturmlocke. Ja, ich bin heute früh dran. Ich weiß aber nicht, wann ich für euch das Video hochladen kann. Auf jeden Fall möchte ich heute zum Portaltag 6.4. mal noch den Impulsen folgen, die aus allen Richtungen irgendwie gerade kommen. Ich habe schon gestern auf den Kalender geguckt. Für heute steht Impulsen nachgeben. Und mein Impuls ist, heute für euch ein Video zu machen und das auch in einem Gespräch, in dem Dreiergespräch, was ihr so gerne mögt, mit dem Seelenpartner, mit dem Universum. Ja, und zuallererst möchte ich aber noch mal ganz kurz auf das Gewinnspiel hinweisen. Der letzte Hinweis darauf, denn am Freitag, den 8.4., also übermorgen schon, wird die Verlosung sein. Also alle diejenigen, die sich noch spontan und schnell dazu entschließen möchten, daran teilzunehmen, ihr findet unter meinem Video die entsprechenden Angaben dazu, wie ihr euch an mich wenden könnt, wie ihr mich erreicht. Also bitte nicht telefonieren über WhatsApp, über Mail, über SMS, über Telegram, alles erreichbar, aber telefonisch. Bin den ganzen Tag in Terminen und da werdet ihr mich schwer kriegen. Gut. Was habe ich noch? Meine Internetseite ist perfekt. Zumindest in meinen Augen. Also, die ist am 1.4. schon online gegangen. Vielleicht hat der ein oder andere auch schon von euch gesehen. Ich habe nur noch nicht so großartig und euphorisch in die Runde geworfen, dass ihr mich da auch findet und dass ihr mehr Informationen jetzt über meine Website bekommen könnt, weil ich selber noch nicht so richtig Zeit hatte, mir die in Ruhe anzuschauen und auf alle Details zu achten. Und das habe ich aber am Wochenende gemacht und gestern hat meine liebe Kerstin das alles schon wunderbar umgesetzt und von daher freue ich mich, dass ihr mich jetzt auch ja, da findet, schon genauere Infos findet, weil ich viele Anfragen von euch ja auch wegen persönlichen Legungen bekommen habe, für Seminare und so weiter. Das findet ihr alles auf meiner neuen Website über www.seliger-leben.de und seliger mit 2 E schreiben, weil es gibt ein seliger Leben mit einem E. Aber ihr findet auch unten in der Infobox nochmal die Website genau beschrieben. Gut. Ja, ist mein Baby. Bin ich irgendwie total stolz. Es hat ganz schön lange gedauert, aber ja, was lange währt, wird gut und mir gefällt es jetzt so richtig gut. Nachdem wir noch ein bisschen gefeilt haben, ist jetzt in meinen Augen, wie gesagt, alles perfekt. Okay, wir starten. Wir starten damit, dass ich heute Morgen aus dem Portaltagsorakel der Nicole Hartmann schon eine Karte gezogen habe. Und die Karte lautet Vollmond, Kraftquelle. It's magic. Heute einfach nur spüren. Was sagt dir der Vollmond? Ja, jetzt sind wir aktuell ja nicht im Vollmond, aber wir laufen auf den Vollmond zu. Ostern wird es soweit sein, am 16. April wird sich der Vollmond in seiner Fülle zeigen. Aber ich sag mal, die Phase vom Neumond bis zum Vollmond ist ja eben auch die Phase der Fülle. Ne? Also da kommt jeden Tag ein bisschen mehr am Mond dazu und der wird immer ein Stückchen runder. Und das ist auch ein Hinweis auf den heutigen Tag, dass zum einen es immer mehr an Fülle wird, was der Jupiter jetzt mit sich bringt. Und zum anderen habe ich euch ja erzählt, dass wir eine sehr, sehr schöne Phase gerade haben, weil sich die Venus in den Fischen befindet. Und da geht es um ganz viel Gefühl. Die Fische stehen für Gefühl, die Venus steht für die Liebe und auch der Mond steht für tiefe Gefühle. Also heute nochmal ein Zeichen darauf, deswegen auch einfach nur spüren, geh deinen Impulsen nach, geh deinen Gefühlen nach, vertrau auf dein Gefühl. Ja, fühl dich einfach heute nur gut und es werden vielleicht magische Momente passieren, die der Vollmond schon mal so vorschickt. Sehr gut. Eine Tagesenergie aus meinen Seelenengeln von der Melanie Missing möchte ich noch dazu nehmen, dass wir auch noch ein bisschen Live-Energien des Tages mischen. Und los geht es. Und da ist der Engel der Klarheit gefallen. Etwas klärt sich für dich. Ja, das sieht doch nach Nachrichtenwahrscheinlichkeit aus, würde ich mal so sagen. Wenn sich etwas für dich klärt und du spüren sollst und es magisch wird, dann wird der ein oder andere heute eine Nachricht oder einen Anruf vom Gegenüber bekommen.
Gut. Wir machen weiter mit dem Gespräch. Also ich habe euch das Gespräch zwischen dir, deinem Seelenpartner und dem Universum versprochen. Und das lege ich mit den blauen, die abgefressen, das tut mir echt leid, aber das ist, ihr seht, ich nehme sie einfach regelmäßig und habe sie in der Handtasche immer dabei. Das ist die blaue Eule aus dem Orania Verlag, darauf legen wir auf ihn. Dann haben wir die silberne Eule, auch aus dem Orania Verlag, die legen wir für dich. Und über meine Lieblings-Lennys, die Gilded Rivery Lennemore Karten, lassen wir das Universum sprechen. Also diese Legung ist ganz besonders für die, die lange nichts gehört haben von ihrem Gegenüber, die aus ihrer Sicht nicht die richtigen Antworten bekommen, wo alles ein bisschen oberflächlich läuft. Ne? Dafür machen wir das jetzt, um zu schauen, was hat dein Gegenüber zu sagen, wie siehst du das und was sagt das Universum dazu. In der ersten Runde mische ich und lasse eine Karte springen und alle weiteren legen wir so aus. Ah. So. Ich habe schon mal drunter gelogen, kommen wir später dazu. Also, wir haben den Reiter. Mit dem Reiter ist gesagt, dass dein Liebster dich auf den Weg macht. Ne? Also er hat Sehnsucht nach dir. Ich habe Sehnsucht nach dir, ich möchte dich wiedersehen und das schnell. Ich mache mich auf den Weg, ich sattel mein Pferd und diesmal komme ich mit dem Pferd und nicht mit dem Esel. Es wird nicht mehr lange dauern, meine Liebste. Ich möchte gerne dich wiedersehen. Was sagst du dazu? Ach, guck mal, noch ein Reiter. Wie schön, wie schön. Ja, ich warte schon sehnsüchtig auf die Ankunft des Reiters und ganz ehrlich, also wenn du dich nicht langsam auf den Weg machst, da gibt es auch noch andere, ja, die sich für mich interessieren. Natürlich interessiere ich mich nicht für die, aber ich glaube, es wird so langsam Zeit, dass du dich in Bewegung setzt, dass du mir auch zeigst, wie wichtig ich dir bin, dass wir uns einfach wiedersehen. Wir haben uns so lange nicht gesehen und ja, es ist wichtig, Klarheit in die Situation zu bringen und einfach mal miteinander zu reden. Und trotzdem ist es unwichtig, was kommen wird. Ich möchte gerne im Hier und Jetzt mit dir leben. Ich möchte gerne Zeit mit dir verbringen. Ich möchte gerne genießen. Ich möchte gerne dir nahe sein. Oh, was sagt das Universum dazu? Jetzt auch noch der Reiter kommt, oder? Das Universum lässt sich Zeit. Ja, das ist die passende Antwort. Es ist Zeit anzukommen. Ne? Wenn ihr das so seht, er den Reiter gelegt, du den Reiter gelegt. Ja? Und das Universum sagt, genau, es ist Zeit anzukommen. Es ist endlich Zeit, Stabilität in eure Verbindung zu bringen. Es ist endlich Zeit, die sichere Basis wiederzufinden. Ja? Ihr seid euch wichtig, ihr braucht euch. Ihr braucht den anderen nicht aus der Bedürftigkeit raus, sondern ihr braucht den anderen einfach als zweiten Teil eurer Seele. Ja? Eure Seele möchte wieder eins sein und deswegen ist es schön, dass ihr beide aufeinander zugehen werdet. Oh, ich habe schon wieder kribbeln. Ach nee, ich wollte nicht mehr mischen, gell? So, aber nicht schlimm, ich habe ja vorhin drunter gelugt und dann ist die Karte auch wieder vermischt. So, weiter geht's. Ich war dir immer treu, sagt er. Du bist meine beste Freundin und du bist ja das Liebste, was ich habe. Du bist das Wertvollste, was ich habe. Du bist einfach eine tolle Seele. Ich weiß, dass wir eine Seelenpartnerschaft haben. Ich weiß, dass uns ein rotes Band miteinander verbindet. Ich weiß, dass wir eine ganz besondere Verbindung haben. Und ja, ich möchte auch diese Freundschaft dir wieder anbieten. Ich möchte einfach mit dir als Freundin sprechen, mit dir als Freundin Dinge unternehmen, mit dir als Freundin zusammen sein. Ich brauche dich als Ratgeber für meine Geschäfte. Ich brauche dich, ja, ich brauche dich für mein Leben, weil ich einfach weiß, dass wir, wie gesagt, diese seelische Verbundenheit haben. Und ich habe das Gefühl, dass nur du mir eine gute und treue Freundin sein kannst, weil du mich verstehst, weil du weißt, was meine Seele möchte. Ja,
Ich weiß, aber du hast mich auch verletzt. Also mit deinem Verhalten in der Vergangenheit, in den vergangenen Monaten, in den vergangenen Jahren, hast du auch einiges kaputt gemacht. Ich war immer für dich da. Ich war dir die treue Seele. Ich war dir die gute Freundin. Und trotzdem hast du mich verletzt, hast dich zurückgezogen, hast nicht gesagt, was los war. Ich hätte mir gewünscht, dass wenn du das als Seelenverbindung und als Freundschaft siehst, dass wir über alles sprechen. Das Universum ist dran. Ihr seid Seelenpartner, ihr seid ganz alte Seelen, die sich schon lange kennen und kennt euch über viele Inkarnationen und habt in vielen Inkarnationen schon Themen zusammen bewältigt. Natürlich ist es nicht schön, dass über Rückzüge, über nicht miteinander reden, Missverständnisse aufgetreten sind, aber ihr werdet es hinkriegen, ja? Also ihr habt so viele Inkarnationen schon zusammen verbracht, ihr habt jetzt eine neue Aufgabe für diese und diese Aufgaben sollt ihr gemeinsam lösen und deswegen zusammen ankommen. Gut, ihr sagt, ach, ich möchte mit dir reden, die Gespräche mit dir, ich habe es dir gerade schon gesagt, du warst immer eine gute Freundin für mich, du warst immer ein guter Ratgeber für mich und du bist meine liebste Seele, du bist der zweite Teil meiner Seele und ich sehne mich einfach nach den Gesprächen mit dir. Pass auf, ich rufe heute an. Was sagst du? Darüber freue ich mich sehr. Das Kind ist gefallen, ne? Falls es nicht sehen könnte. Darüber freue ich mich sehr, weil es mir auch immer gut tut, mit dir zu reden. Ich möchte gern die Leichtigkeit, die Freude, die Lebensfreude wieder haben, die wir früher am Anfang, als wir uns kennengelernt haben, miteinander hatten. Und ja, es ist egal, was ist nicht egal. Also ich sag mal, ich war schon enttäuscht in gewissen Zeiten, aber ich kann dir da gut vergeben für Dinge, die passiert sind. Erklär es mir einfach bei einem Glas Wein, komm vorbei. So, das Universum. Na los, jetzt mach dich endlich auf den Weg, nimm die Rose mit, mach den Antrag. Sehr klare Worte des Universums. So, er sagt dazu, naja, so ein bisschen Angst habe ich davor, dass du mir Stress machst, dass wir streiten werden, dass das ungut miteinander ausgeht. Du sagst, ach Herzelein, du weißt doch, das, was uns verbindet, ist eine ganz tiefe, eine ganz besondere Liebe. Es ist Liebe und warum soll ich, wenn ich dir in Liebe begegne, mit dir streiten wollen? Ich will nicht mit dir streiten, ich will auch keinen Stress mit dir. Ich möchte Leichtigkeit und Freude haben. Ich möchte wie dieses kleine Kind wieder den Spaß haben, den wir in den ersten Wochen miteinander hatten. Oh, schön, oder? So, genau, sie hat nachgegeben, hast es gemerkt. Hab keine Angst, geh auf sie zu. Sie ist deine große Liebe, sie hat Verständnis für das, was passiert ist. Trau dich endlich, sei nicht so feige, ruf sie an. Und er sagt, ja, sofort. Hier steht die Sense für plötzlich. Ich mach das, ich ruf an, ich melde mich. Er hat den Impuls bekommen. Und du sagst, genau, lass uns, hier ist der Sarg, lass uns einfach neu beginnen, lass uns, was geschehen ist, abhaken, lass uns was wahr begraben, wir leben im Hier und Jetzt und ich freue mich tierisch auf dich. Und das Universum sagt, die Geschichte wird weiter geschrieben. Wie sie weitergeht, werde ich euch noch nicht verraten. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie bis an ihr Lebensende. Nee, wie war das? Aber ja, ihr wisst, was ich meine. Also die Geschichte geht weiter, das Ende ist noch nicht geschrieben. Und freut euch auf den Kontakt mit eurem Seelenpartner. Gut, ihr merkt, bei mir klingelt es, der erste Termin steht schon vor der Tür. Ich nehme noch eine Botschaft aus dem Seelenliebe-Orakel 2.0 von der Nicole Hartmann. So, und da haben wir, ich spüre mich nicht, Depression, Trauma, das ist vorbei, die Zeit ist vorbei, das sage ich ganz klar und das sagen jetzt auch die Engel, wartet ab,
So, letzte Karte, Engel der Liebe. Das könnte der Richtige sein. Du bist deinem Liebespartner, den du suchst, bereits begegnet. Ja, genau, das könnte der Richtige sein. Auch wenn er lange untergetaucht ist, auch wenn er ja, immer wieder Angst hat, auf dich zuzugehen. Und trotzdem, es ist diese besondere Liebe, die euch verbindet. Du möchtest genauso wie er in Leichtigkeit mit ihm umgehen. Das Universum sagt, endlich ankommen. Habt euch lieb, geht aufeinander zu, die Geschichte geht weiter. So, das war's im Schnelldurchlauf für heute. Ich wünsche euch einen tollen Portaltag. Wir sehen uns am Freitag zur Auslosung Gewinnspiel. Und dann habe ich nicht mehr lange bis zu meinem Urlaub, aber dazu erzähle ich euch noch mehr. Ja, macht's gut erstmal, habt einen schönen Tag. Bis bald. Ciao, ciao.